So, jetzt haben wir mal eine Übung zum Thema Protokoll. Und zwar, wir wissen ja alle, U durch I ist konstant, ohmsches Gesetz. Und ich habe ein Komma dahinter gesetzt und frage, wirklich? Hä? Nein, pardon. Also, wir stellen folgende Hypothese auf, denn wir haben was vorher getan. Und ich mache mal kurz Pause, damit ich das hinmalen kann. Denn der nächste Schritt nach Hypothese ist der Aufbau, ne? Aufbau und was ich wirklich getan habe, das male ich mal schnell hin. Das malt ihr mal mit. Lasst ein bisschen Platz bei Hypothese. Aufbau des Versuches und in diesem Fall können wir uns auch wirklich eine Liste der Geräte ersparen, denn aus der Skizze sieht man es. Wir haben Folgendes erstmal ohne Hypothese, ohne Protokoll gemacht. Und zwar, wir haben eine variable Spannungsquelle, die kann man hochschalten. Noch weiter als 10 Volt, aber unser Messgerät geht bloß bis 10 Volt. Deswegen nehmen wir die Spannung von 0 bis 10 Volt. Und wir messen den entsprechenden Strom. Und weil so ein Lämpchen leider nur 6 Volt aushält, haben wir gesagt, da sich 10 Volt dann als 3,3 Volt ungefähr auf die Lampen verteilen, machen wir sie nicht kaputt, wenn wir 10 Volt ausschöpfen wollen. Mit einem 6 Volt Lämpchen hätten wir vielleicht nur 6 Werte. Hier haben wir dann 10 Werte und können dann besser reagieren. Das sei der Aufbau des Versuchs. Das haben wir mal so gemacht und haben gemerkt, das stimmt. Nee, deswegen die Frage, wirklich? Das Ohmsche Gesetz scheint hier nicht zu stimmen. Und jetzt hatten wir den Vorschlag für eine schlaue Hypothese. Ich vermute, und zwar U durch I ist nicht, ne, ist gleich, durchgestrichen heißt nicht, konstant, wenn, und jetzt schreibe ich mal Theta, das wäre Grad Celsius, beziehungsweise die Temperatur. Je nachdem, wie man die Temperatur in Kelvin, je nachdem, wie man sie angibt, ist uns jetzt egal. Wenn die Temperatur nicht konstant ist, dann scheint das Ohmsche Gesetz nicht zu gelten. Das ist unsere Behauptung. Wir könnten auch was anderes machen, indem wir sagen, wir lassen die Striche durch das Ist gleich mal weg. Dann hieße das, das Ohmsche Gesetz gilt, wenn die Temperatur konstant bleibt. Nur eine Frage, was ist schneller nachzuweisen, was kann man schneller erfassen, wie kann man es besser machen? Was müssten wir machen, wenn wir sagen, das Ohmsche Gesetz gilt, wenn die Temperatur konstant bleibt? Was müssten wir dann auf jeden Fall machen? Wir kommen zum M-Messwerte. Messwerte. Jetzt macht man es natürlich am besten mit einer Tabelle und bloß mal ein Tipp, macht noch keine Striche, weil manchmal sich die Tabelle noch ein bisschen ändert, beziehungsweise es vielleicht zu gequetscht wird. Was messen wir? Wir haben gesagt, hier laut Skizze, wir messen die Spannung. Okay, U. Wir schreiben gleich hin in diese eckige Klammer in Volt. Dann müssen wir nämlich nicht jedes Mal 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt schreiben und so weiter. Jetzt ein bisschen Platz dazwischen. Es könnte vielleicht noch was kommen. Wir messen dann I in Ampere. Wir messen, nee, jetzt messen wir nicht, jetzt hatten wir gesagt, U durch I ist konstant. Dann lassen wir uns also hier ein bisschen Platz und schreiben U durch I, das wird die nächste Spalte werden. Und in was drückt man U durch I aus? In Ohm. Na, so. Und wir hatten ja was mit der Temperatur gesagt. Aber die Temperatur, die können wir jetzt hier nur ahnen und sehen. Und wir wollten es ja nicht so genau machen und die Temperatur messen. Es lässt sich in diesem Fall einfach eine Hypothese so aufstellen, wie wir es gemacht haben. Sondern wir sagen, die Temperatur, da sagen wir einfach, man sieht ja, je heller, umso höher müsste die Temperatur sein. Wir schreiben einfach eine Spalte, die heißt leuchtet, Fragezeichen. Da kann man nämlich reinschreiben, nein, ein bisschen, es glimmt, es funkelt oder weiß der Kuckuck was. Und je heller, umso heißer. Also hier hinten kommt eine qualitative Aussage. Wir wissen nicht, wie viel Grad das sind. Solche Sachen. Wenn wir jetzt machen wir mal Pause und überlegen, ob wir noch irgendwas für die Tabelle brauchen, als Schlussfolgerung und als Beobachtung, die wir vielleicht noch sehen müssten. Mal sehen. So, wir haben mal unsere ersten Werte hingeschrieben, 0,9 Volt und so weiter und so fort. Und Lampe leuchtet nicht, ist natürlich etwas besser. So, wir kommen zu den zweiten Werten. Ich werde jetzt alle Werte eintragen, aber dazu mache ich Pause. Das ist nämlich bei jedem anders. Ne? Also das kann, hier bei uns ist es gleich, aber wenn es jemand zu Hause nachmachen will, hat er vielleicht andere Lämpchen und so weiter. Jetzt haben wir hier ein paar Mal uns ein bisschen verlesen oder mal vertippt, das kann passieren. Man darf in so einer Tabelle streichen, das ist doch kein Problem. Das ist ja unser Ding, was wir machen. Wir werten hier was aus, dann schreiben wir eben
Strich und schreiben was anderes hin. Das ist kein Problem. Wir machen mal weiter. So, wir haben die Messreihe voll und wir haben hier geschrieben, leuchten mehr. Die Lämpchen, die drei, leuchten immer mehr. Das können wir übernehmen, da müssen wir das nicht noch ein paar Mal schreiben. Also sie werden immer heller. Okay, das heißt also, na, das möchte ich noch nicht sagen. Und man sieht hier beim ganzen Rechnen, 7,2, 11,8 und so weiter, U durch I in Ohm steigt immer weiter. Das haben wir jetzt gesehen und unsere Vermutung scheint sich zu bestätigen. Wir kommen dann gleich zur Auswertung. Aber noch mal was Besonderes. Nehmen wir mal Folgendes an, ich schreibe es mal rot hin. Wir schaffen das, auch 10,4 Volt zu messen und müssen hier Striche machen, weil hier leuchtet nichts mehr, weil uns eine Lampe kaputt gegangen ist. So was kann durchaus passieren. Dann sagen wir, okay, die Messreihe ist lang genug. Lampe kaputt. Und dann würden wir sowas reinschreiben. Wenn uns das beim Versuch passiert, notieren wir, was passiert. Und wenn da nichts mehr zu machen ist und nur kein Strom mehr fließt, also nicht mehr zu rechnen ist und die Lampe kaputt ist, schreiben wir es rein. Das wäre so eine Sache. Also, ich schreibe mal, wenn. Das schreiben wir jetzt nicht rein, weil alles ja funktioniert hat. Wir kommen zur Auswertung. Und das, da müssen wir jetzt ein bisschen überlegen. Auswertung des Versuches heißt, wir schauen uns ja alles an, was wir hier gemacht haben, gemessen haben, was wir hier errechnet haben und machen uns darüber Gedanken und beziehen uns aber auf die Hypothese. Wir haben gesagt, U durch I ist nicht konstant, wenn die Temperatur nicht konstant ist. Und darauf müssen wir uns jetzt beziehen. Wir müssen also sagen, stimmt's oder stimmt's nicht, was wir hypothetisch angenommen haben. Jetzt haben wir noch einen draufgesetzt. Vorschlag einer Schülerin. Und was ist, wenn wir von heißen Lampen, die eben noch richtig einigermaßen geleuchtet haben, von 9,5 Volt aus, haben wir mal ganz schnell runtergeschaltet und mal ganz schnell gemessen und dann in Ruhe gerechnet. Und siehe da, hier, das ist der Hammer. 7,5 Ohm. Und wir hatten damals, also vorher mit kalten Lampen angefangen, da waren es 7,2 Ohm. Das heißt, der Widerstand ist tatsächlich gewachsen, weil die Drähtchen hier in den Glühlampen noch heiß waren. Wenn man jetzt eine ganz lange Weile wartet, würde sich das vielleicht noch ändern. So, kleinen Moment jetzt. Wir kommen nämlich zur Auswertung. Gut, wir kommen jetzt zur Auswertung und wir haben noch eine Idee, aber da kommen wir dann gleich drauf. Und zwar, die Hypothese hat sich bestätigt. Wir schreiben das kurz. Hyp ist bestätigt. Auch bei heißerem Glühfaden, Moment, jetzt muss ich mal umschalten, Glühfaden der Lampe brauchen wir nicht hinzuschreiben, weiß ja jeder, auch bei heißerem Glühfaden ist R größer. In Klammern siehe blaue Schrift, schreibe ich mal extra hin. Blaue Schrift. Es ist durchaus gängig, dass man auch mal mit Farben in diesem Protokoll arbeitet. Jetzt kann ich mir nämlich einen ganzen Quatsch ersparen. Von heißen Lampen auf 0,9 Volt geschaltet ergibt 7,5 Ohm. Siehe blaue Schrift, da müssen wir nicht noch viel erklären. Also der Glühfaden ist, wenn er heißer ist, auch mit größerem Widerstand versehen. Und jetzt kommt noch ein Zusatzvorschlag. Dann müsste ja Folgendes sein, und das wäre praktisch eine Unterhypothese. Unterhypothese. Und das werden wir machen also den Versuch im Versuch für die Auswertung, damit dieser Satz noch besser bestätigt ist. Und zwar werden wir hier noch was Grünes einfügen, und zwar werden wir das so machen, von 4,8 Volt auf 0,9 Volt. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit nämlich die 4,8 Volt an den Lampen anliegen, die werden also nicht mehr ganz so heiß sein, und wir werden jetzt mal versuchen, hier noch entsprechend eine Messzeile reinzufügen. So, Pause. Also, achso, die Unterhypothese,
Grün muss Haupthypothese bestätigen. Also das, was wir ursprünglich gesagt haben. Und wenn unsere Messgeräte genau genug sind, dann werden wir das gleich sehen. Ich mache mal Pause. So, und jetzt haben wir ganz schnell abgelesen. Hier steht nicht mehr 0,9, sondern 1 Volt. Es sind 0,12 Ampere geblieben und der Quotient ist 8,3 Ohm. Nanu, wir hatten doch eigentlich 7,5 und 7,2 da irgendwas dazwischen erwartet. Darauf werden wir uns dann gleich beziehen in ja, der Fehlerbetrachtung, denn die kommt jetzt. Also, die Unterhypothese Grün muss Haupthypothese bestätigen. Nein. 0, siehe Fehlerbetrachtung. Ausrufezeichen. Das ist eine Aufforderung, da unbedingt drauf zu gucken. Zur Fehlerbetrachtung. Und jetzt bitte nicht solche Sachen wie falsch abgelesen. Dafür sind wir Wissenschaftler genug, dass wir richtig ablesen können. Sondern solche Dinge wie, naja, werden wir ja gleich sehen. Das diskutieren wir jetzt mal durch. Auch nicht Tippfehler, ne? Das zählt nicht. So. Ich wollte euch vorhin nicht durcheinander bringen, aber hier muss ich noch was einfügen. Und zwar glimmen ganz schwach. Das sieht man kaum. Ich habe es gerade so gesehen, aber ich wollte jetzt erstmal nichts durcheinander bringen. Die glimmen ganz schwach. Und jetzt gucken wir auf die Fehlerbetrachtung. Der Wert hier, dieser, na, der hier, der weicht uns zu sehr ab. Und das müssen wir nochmal jetzt bei der Fehlerbetrachtung auswerten. Darüber diskutieren wir jetzt. Ganz genau. Wenn man überlegt, und zwar, das war der Haken hier, das Grüne. Das hat deswegen nicht funktioniert, aus folgendem Grunde. Wir hatten ungefähr 10 Minuten lang, Minuten kann man mit diesem kleinen Hochkomma abkürzen, 10 Minuten lang geheizt. Ich schreibe mal extra geheizt. Und zwar, die gesamte Glühlampe bei, was hatten wir, 9,5 Volt. Dann haben wir gemessen. Dazu, 9,5 Volt, dazu haben wir 15 Minuten, in den 15 Minuten haben wir nämlich gequatscht, 15 Minuten lang, nochmal bei 4,8 Volt geheizt. Das heißt, wir haben die gesamte Glühlampe über diese 25 Minuten aufgeheizt und das hat uns unser Ergebnis verdorben. Und die Schlussfolgerung daraus, solche Messungen muss man natürlich so schnell machen, dass die Temperatur einigermaßen nachvollziehbar konstant bleibt. Und zwar die Temperatur der Umgebung. Und die Umgebung, und das skizziere ich mal ganz schnell, ist nun mal bei so einer Glühlampe, die ja hier aus Metallgewinde und einem kleinen Korpus besteht und hier unten noch ein Kontakt. Hier drin sind die zwei dicken Fäden und dann wird hier so eine ganz feine, dünne Glühwendel dazwischen aufgespannt. Alles andere, das hier, das alles hat sich komplett aufgeheizt gehabt. Und die Folgerung daraus ist, wir dürfen nicht solche Fehler vergessen, dass wir sagen, ja, wir lassen uns bei den Messungen unbegrenzt Zeit. Das heißt also, wir hatten einen Heizzustand, der uns gesagt hat, wir sind hier mit einer ganz schön heißen Lampe rangegangen. Wir haben zwar den Glühfaden selber so weit abkühlen lassen, wie es ging, indem wir nämlich wenig Spannung angelegt haben, aber wir haben gleichzeitig nicht dran gedacht, dass der Glühfaden mit seinen kleinen Anschlüssen, mit dem ganzen Gehäuse schon noch heißer war als bei unserem ersten Versuch mit den 0, als wir von nach 10 Minuten das Ding auf 0,9 Volt geschaltet haben. Das war der Haken an der ganzen Sache. So, Messfehler, die lassen wir weg. Wir haben richtig gemessen, Rechenfehler lassen wir weg, aber solche Dinge. Und das bedeutet also für uns, die Fehlerbetrachtung, die Temperatur, ich schreibe jetzt Theta, damit es jeder sieht, die Temperatur war überhaupt nicht gleich geblieben. Und zwar überhaupt meine ich alles. Hier gibt es eine Frage. Was gibt es noch an Fehlern?
Daraus folgt, hier das Kurzzeichen, kennt ihr diesen Pfeil, ne, der so zum Bogen macht. Daraus folgt, man müsste, aber das wäre jetzt wirklich ein bisschen viel, man müsste die Lampen, oder Lampe, je nachdem wie viel wir haben, Lampen zwischen den Messungen gezielt kühlen. Gezielt meine ich zum Beispiel einen Kühlschrank oder ein Eisfach legen. Kühlen. Das ist ein Teil der Auswertung. Fehlerbetrachtung und Auswertung wird meistens zusammen gesehen. So, ich halte nochmal das Video an, falls es noch irgendwelche Bemerkungen gibt. So, zum Schluss noch das Impressum, damit Leute, die unseren Versuch auswerten teilweise und mit gebrauchen für ihre wissenschaftliche Arbeiten, Name, Vorname natürlich, Adresse, heutiges Datum und gegebenenfalls die Telefonnummer, aber die wird sich ändern, beziehungsweise Internetadresse, E-Mail und so weiter und so fort. Solche Sachen, denn das ist dafür da, dass sich Wissenschaftler austauschen und das erstere, Name und Adresse, ist dafür da, dass die anderen Wissenschaftler sich dann auf unsere Messreihen und unsere Mühen beziehen können. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Vielen Dank für die Mitarbeit. Es war sehr schön. Spaß gemacht.